Fahrstuhl-Selfie kommt im Bundestag total gut an. Etwas selbstreferenziell, aber bei Instagram läuft es immer. Also machen wir. Moin. So, wir haben uns für diese Woche mal überlegt, dass wir euch mal ein bisschen mitnehmen durch so eine Sitzungswoche. Heute am Montag geht es gleich mit vielen Beratungen los, mit der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich treffe mich mit den Mitarbeitern der parlamentarischen Geschäftsführung. Dann hast du natürlich zwischendurch noch Gespräche mit anderen. Ich bin jetzt auch Mitglied im Kulturausschuss in dieser Wahlperiode. Da hatten wir heute schon ein Obleutegespräch. Und heute gehen wir dann, das ist immer zentralmontags, ab 15 Uhr tagt der Vorstand der Bundestagsfraktion. So, jetzt habt ihr ein bisschen gesehen, du läufst dir hier voll den Wolf in der Sitzungswoche und jetzt geht's rauf in unseren Fraktionssaal. Da tagt heute der Fraktionsvorstand, das machen wir natürlich, um die Abstandsregeln einzuhalten. Ja, Fahrstuhl ist immer Risiko, ey. Hier steigen manchmal Leute ein, denkst, Alter. Aber heute ist hier ganz angenehm und jetzt bereiten wir ein bisschen die Sitzungswoche vor und die politischen Schwerpunkte der Woche, das macht der Fraktionsvorstand. Moin, Amira. Hey, ja, na, alles klar. Gleichfalls. Bis nachher. Ja, alles klar. Ciao. Also wichtigster Termin am Dienstag ist die Fraktionssitzung, die findet hier statt im Clara Zetkin-Saal und hier kaspern wir also alle politischen Fragen aus, wer redet diese Woche, was setzen wir für Schwerpunkte, das geschieht hier in der Fraktionssitzung und da wir bei den Linken sind, wird das natürlich alles sehr ausführlich diskutiert und deswegen verbringt man sehr viel Zeit in einer Sitzungswoche in diesem Saal. Dann starten wir auch direkt in die Themen und wir beginnen mit parlamentarischen. Bitte. Ja, auch von mir schönen guten Tag. Es dauert jetzt etwas länger. Wir haben relativ viel, aber auch ausnahmsweise noch ein paar gute Nachrichten. Zuerst als übliche Entschuldigte. Dann haben wir den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Auch hier fehlt noch ein ordentliches Mitglied. Das wird so ein ganz tolles Video werden. Ich bin begeistert. In dieser Woche kam die berüchtigte MPK wieder zusammen, also die Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Ich hoffe, dass ihr heute ordentlich Kraft und Kampfkraft sammelt und grüße euch ganz recht herzlich. Macht's gut. Geiles Teil, oder? Ja, ja, das stimmt. So Leute, ihr seht, auch hier klappt nicht alles. Seitdem ich im Bundestag bin, steht hier ständig dieser Eimer, wenn es regnet. Ist aber heute noch nichts drin. Mal gucken. Fahrstuhl-Selfie kommt im Bundestag total gut an. Etwas selbstreferenziell, aber bei Instagram läuft es immer. Also. Okay, also heute sind wir am Mittwoch der Sitzungswoche angekommen. Ich hatte heute Morgen diverse Treffen. Da ich jetzt auch im Kulturausschuss bin, habe ich mich heute mit dem Geschäftsführer des Kulturrats getroffen. Das war ganz interessant. Da ging es um Hilfe für Künstler in der Pandemie. Jetzt bin ich hier auf der Plenarsaalebene und ich gehe jetzt hier gleich in das Plenum rein. Und danach geht es dann wieder zurück ins Büro, ein paar Mappen machen, Briefe diktieren. Moin Chris. Hi Jan, grüß dich. Gibt's noch was für die nächste Woche? Du, ich habe ja vorne noch die kleinen Anfragen, die könntest du vielleicht noch machen. Sind die okay oder was Problematisches? Nee, das ist alles okay, ja. Okay. Das ist übrigens Chris, Leiter der parlamentarischen Geschäftsführung, der beste Mann. Hat natürlich auch einen total guten Chef. Immer. Schönes Wochenende, besten Dank. Wir sehen uns. Ne? Ciao. Es gab natürlich auch viele Termine, da konnten wir euch nicht mitnehmen, weil das ist vertraulich, zum Beispiel im Ältestenrat.
Vieles findet natürlich auch Corona-bedingt per Webex und was weiß ich wie statt. Das war es dann eigentlich in dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick. Und jetzt ist Wochenende und Holzhacken angesagt. Ciao. So, mein Mitarbeiter hat mir gesagt, dass ich jetzt hier obligatorisch sagen soll, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, damit ihr auch in Zukunft die absoluten Knallerbeiträge von mir und meinem Team nicht verpasst. In diesem Sinne, bis dahin.